Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern. Ja, sorry, dass ich die letzte Folge verpennt habe. Da musste ich einen kleinen Auftrag erledigen. So. Das Coole war, oder das Geile war, ich habe vergessen zu speichern, deswegen musste ich den Vorstoß hier nochmal neu spielen. Und ja, währenddessen ist mein General gestorben. Ich habe den ersetzt. Aber der ist eher viel besser. Der ist schon... warte. Ja, der hat schon einige gute Skills drauf. Der hat eine coole Frau. Und bekommt auch Kinder. Hoffentlich. Gut. Jetzt hat Moral ist immer gut. Und mit Schwertern ist auch gut. So, es ist 54. Wir haben noch 3 Jahre oder 3 Runden, bis ich hier nach Britannien reinschneiden muss. Und das wird ziemlich knackig. So, du musst dich mal ausruhen ein bisschen. Bekommst... Nee, du, ja, genau, das ist gut. Und das ist gut. So. Genau, also, wir werden hier jetzt Belgica einnehmen. Und dann werden wir rüber gehen. Genau. So, ich weiß immer noch nicht, wie ich das dann machen soll mit der Teilung, weil die war ja sehr lange, von 48 bis 43, naja. Ja, 8 Jahre war die Teilung und dann 40 wurde Syrien zurückerobert, also beziehungsweise von den Römern wurde das verloren. Oder die Römer haben das verloren. Da müssen wir eh auch noch schauen, wie und was wir da machen. Gut, also. Dann... Du bist fertig, du bist fertig, du bist fertig. Nächste Runde. So. Ah, genau, die Spione habe ich wieder vergessen. Oh, wieder mal. Ich biete euch diesen Happen an. Und jetzt wie ein Wort. Nee, ich muss dich angreifen. Sorry. Das könnten wir... Ja, komm. Das spielen wir. 2100 gegen 1700. Wir sind in der Unterzahl. Aber das war ja bei den Römern eigentlich normal. Sie haben eigentlich immer in der Unterzahl gekämpft. Und haben eigentlich... ja, meistens gewonnen. So. Das ist immer so blöd. Da weiß ich nie, wo wirklich der Durchgang ist. Also hier sieht es aus wie ein Durchgang. Ich weiß nicht, ob das, doch, das ist, glaube ich. Einmal so. Oder ich mache einfach hier das volle Programm hier. So. So. Und die restlichen gehen hier hin. Die Kavallerie bleibt draußen. Die sind hier. Warte, Prätorianer kommen nach hier. Warte, ich mach mal so die Dreiecksformation. Prätorianische Garde, Evocati! Jupiter gibt uns Kraft!
So. Die Kavallerie geht außenrum. So. Let's go. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ja, da ist ein Eingang. Okay. Alter. Ja, das, da würde ich auch fliehen. Warte, nee, der General kommt wieder rein. Das bringt nichts, wenn der, hä? Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ist da gerade jemand gestorben? Nee, oder? Ich dachte, der hätte gerade geblinkt. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Heldenhafter Reiter. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. So. Dann werde ich mal die ein bisschen aufbrechen hier. So, einmal schon hier, einmal schon da, einmal schön da und einmal schön da. Wunderbar. Und was macht der jetzt? Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Mutige Römer bis zum letzten Mann. Kampfbereit und willig. Zum Kampf bereit. Legionäre. Jo, passt. Ich muss versuchen, dass der nicht rauskommt. Die Männer wanken. Oh, 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 oh. Wow. Uiuiuiui. Der feindliche General ist tot. Das habe ich nicht kommen sehen. Das habe ich nicht kommen sehen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Nice. So, dann presche ich mal mit den Pferden hier hinten rein, damit die ein bisschen mehr wanken. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Kommandant Domine, rein, du
So. Jetzt aber. Jetzt haben wir sie. Ich hoffe, es kommen ja jetzt nicht nochmal versteckte Einheiten. Aber ich glaube nicht. War superbe. Gut. 2-3 war ganz in Ordnung. 440 Verluste, das ist ein bisschen zu viel. Vor allen Dingen, weil ich anscheinend 80 selbst gekillt habe. Ist zu viel. So. Das ist nur die Garnison, oder? Und der meint, dass er mit denen mich besiegt. Also, ja, okay. Hier sind gute Fernkämpfer. Ah, ja, das schaffe ich. Also, ich muss nur versuchen, den irgendwo einzukesseln. Dann schaffe ich es locker. Aber das ist eine Frage. Oder die Frage, ob ich das schaffe. Der Streitwagen darf halt nicht durchkommen. Oh, Schnee. Bald ist es wieder soweit. Hoffentlich schneit es dieses Jahr. Wäre mal echt cool, wenn es mal wieder schneien würde. Fände ich echt cool. So, solche weichen Ziele werden natürlich einfach durchflügt von solchen Streitwegen. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Von da hinten. So wenige sind es keine. Oh, Alter, voll die fetten Berge da. Der feindliche General ist. Unser General wird angegriffen. Sehr gut. Gut, jetzt muss ich mal schauen, wo ich mich aufstelle. Ich stelle mich mal da auf. Und versuche, ihn hier reinzulocken und dann von da und von da reinzukommen. Mal schauen, ob es funktioniert. Streitwagen auch, Fernkampf, ja. Nahkampf für Streitwagen. Nee, auch Fernkampf. Der
feindliche General ist tot. Okay, nächster tot. Leben! Obidiamus! Okay, der ist schon weg. Schnelles Marschieren! Schieß! Holt sie euch! Sie alle! Legionärkohorte! Okay. Der feindliche General ist tot. Die ganzen Generäle sind tot, das ist wunderbar. So, dann kann der sich mal beeilen, dass er kommt. Da ist jetzt nur. Sind nur zwei Nahkämpfer da. Das wird schwer. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Vor allen Dingen, wenn er so fern, so weit entfernt ist. Also was unser Vorteil ist, ist, dass wir ja gute Panzerung haben. Ich muss schauen, dass ich ihn irgendwie hier reinbekomme. Ich muss irgendwie an ihn rankommen. Okay, das ist schon mal. Sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Okay, einen Teil habe ich schon mal geschnappt. Okay, das passt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, nur weil ich sage, dass ihr rennen sollt, heißt es nicht, dass ihr anhalten sollt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Gut. Das passt. So. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Nehmt eure Schilder und rutscht runter. Gut, fertig. Knapper Sieg, naja,
wenn er komplett geschlossen gekommen wäre. Dann hätte ich auch nur die Chance gehabt, wenn ich ihn umkreisen hätte können. Also, aber so wie er gespielt hat, war es ganz und gar nicht. Also kein knapper Sieg. So, jetzt kommen wir wieder die Agentenaktion, die wunderbaren, die richtig charmanten. Charmant. So. Die Geister haben bemerkt, dass unsere Schatzkammern leer sind. Ja, meine sind auch ein bisschen leer. Wie viel haben wir denn gerade? Keine Ahnung. Also dafür, dass wir ein ganzes Imperium... Über lange Gespräche missfallen mir, da ich die Klinge meiner Axt als Argument... Nee. Was? Ich habe gerade das Klientel nicht angenommen, weil das zu früh kam. Also, dann wäre ich zu früh... Alter, da wäre ich zu früh zu groß geworden. Ja. Ich bin trotzdem noch sehr positiv gestimmt. So, Baubericht. Ja, Haushalt, Sohn, Truppen rekrutiert, Verschleiß, bla. Warte, was war das? Truppe hat eine Seuche. Ja, geil. Gut, also der bekommt ein Update. Der bekommt ein Update. Die gehen dahin. Der sagt mal da Hallo und sagt nochmal Hallo. Das ist voll frech, einfach wegzugehen. Und geht mal zurück auf die Straße. Die gehen mal hier hin. Wäre eigentlich praktisch, wenn ich hier auch eine Flotte hätte. Warte. Ja, den hole ich mir auch noch. Bam. So. Gut, eine neue Provinz haben wir hier. Das ist super. Machen wir Gladiatoren. Machen wir Kampf. Machen wir weg. So. So, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und genau, wir werden jetzt mal schauen. In zwei Runden müssen wir hier rübersetzen. Also das heißt, wo ist unser Kaiser? Das ist unser Kaiser. Der Kaiser wird dann rübersetzen. Der wird hier abdecken. Und hier die Grenze ist hier auch ziemlich sicher. Die Grenze ist hier auch sehr sicher. Genau. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.